Freunde, was geht? Das ist doch schön, wenn ein Kuchen-TV-Uncut-Video mit 2 Euro für Kuchen-TV anfängt. Anna, dankeschön für den T1-Sub, schreib mir gerne bei Instagram. Ja, wir gucken jetzt von Leckermädchen das Video Leroys Lügen. Wie viele Fehler darf er sich noch erlauben? Sonntag, 18 Uhr. Kann sein, dass ich das Video irgendwann vielleicht ein bisschen schneller machen muss, weil ich muss bald meinen Sohn abholen, aber wir nehmen das hier noch, das hier noch mit auf jeden Fall. Euer Lieblingsgirl Sascha. Ja. Mann. Bereits vor einem Jahr habe ich in einem meiner Videos Leroy Matata thematisiert, da er sich mehrere Aktionen leistete, ohne diese zu kommentieren, zu korrigieren oder näher zu behandeln. Seitdem kamen immer mehr andere Like das Video und bewertet das. Warte, like das Video und schreib einen Kommentar so. Ja, aber Digga, ich hab's geschafft in dein Sascha-Video, Digga, perfekt. Junge, ich lade dich doch auf ein Essen ein, Junge, das ist doch kein Problem. Und anderen YouTubern dazu. Und Leroy verlor an Sympathie und Glaubwürdigkeit. Oh, der verliert sogar echt Follower. Und das, obwohl man eigentlich gar nicht so viel von ihm gefordert hat. Nämlich das Einordnen von gewissen Themen, Aussagen seiner Gäste und eine fähige Moderation. Also, der geht hier sehr glücklich raus. Leroy, du hast Ruben und der AfD so einen richtig dicken Gefallen getan. Dadurch, dass du nicht widersprochen hast. Dadurch, dass du es einfach hast durchgehen lassen und deinen Followern und deinen Viewern sehr, sehr viel Desinformation im Sinne der AfD weitergereicht hast. Tatsächlich passierte danach genau gar nichts. Also außer, dass Leroy beschloss, sich von Funk zu trennen und meines Empfindens nach auf eine subtile Art und Weise Funk an allem die Schuld gegeben hat. Manchmal blieb für mich die kreative Freiheit etwas auf der Strecke. Weshalb es, glaube ich, jetzt auch an der Zeit ist, dass ich die Dinge wieder genau so umsetze, wie ich persönlich sie für richtig halte. Doch alles, was ich... Das Lustige ist, seitdem Leroy bei Funk raus ist, macht er mehr Fehler als vorher. Es wäre für ihn wahrscheinlich sogar besser gewesen, bei Funk drinnen zu bleiben, weil die haben noch wenigstens mit einem Auge drauf gelinst. Geänderte war, gelunzt, dass Leroy einfach sagt, immer mehr Kritik bekam und das alles selbstverschuldet war. Was führte aber dazu, dass Leroy vom Good Boy Image zum Upper Red wurde? Was genau hat Funk damit zu tun? Warum schweigt er eigentlich, obwohl er so offen ist für Kritik? Feedback nehme ich generell erstmal ernst. Ich wünsche es mir sogar. Das alles besprechen wir heute live an eurem Lieblings Tag mit das eurem ist gar nicht Girl live. Sascha. Doch warum nimmt die Kritik zu Leroy so enorm zu? Der Mainpunkt war dieses Video, ab dem es immer mehr bergab ging. In diesem Video wurden etliche Desinformationen verbreitet und Leroy ließ diese durch, ohne diese kritisch einzuordnen und äußerte sich danach auch nicht zur Kritik. Und viele kritisierten seine passive Art bei einem doch so heiklen Thema. Aber eigentlich gab es schon davor diverse Aktionen, die einen komischen Beigeschmack hatten, aber noch nicht so doll thematisiert wurden. Seltsame Konstellationen. 2, 3 Flaschen oder Gläsern Bier kann ich auf einmal voll gut Englisch. Und das hilft mir natürlich auch, um auf Mykonos mit den Frauen, die halt auch Touris sind, ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Ich verstehe schon. Und der Fokus schien immer mehr auf extremeren Themen zu liegen. Was waren denn für dich so diese ersten Warnsignale, wo du heute sagst, boah, hätte ich das gewusst, dann weiß ich nicht, hätte ich vielleicht selber mich wehren können, aber es war mir nicht so klar. Das Video habe ich sowieso nicht verstanden. Missbrauchte trifft Priester. Also es war ja offensichtlich nicht der Priester und es tut mir auch mega leid, was der Frau passiert ist so. Aber was bringt dieses Treffen so? Das ist halt so, der, also, das ist so dumm. Was soll der Priester da sagen, Alter? Als die Kritik immer lauter wurde. Ja, der Priester hat nichts damit zu tun. So, das Ding ist, da war es halt jetzt nicht mal so, dass es einfach ein Priester war, jetzt in dem Sinne so, dass es jetzt in der Kirche passiert ist oder so, sondern ich kenne das Video. Ich glaube, ich meine, dass es auch so war, dass der halt auch auf die aufgepasst hat, privat, weil die Eltern miteinander befreundet gewesen sind. So, das ist ja dann nochmal was anderes. Ob das jetzt ein Priester quasi macht, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Kirchenwochenende bist oder so, oder ob das halt privat passiert, weil der jetzt auf die aufpasst. So, das heißt, der Priester passt da doppelt einfach nicht rein. So, das wäre so, als wenn du halt privat von einem Elektriker vergenusswürzelt wirst und dann Missbrauchte trifft Elektriker. Ja, Bro, cool. So, das ist einfach nur dieses, oh, Digga, die Kirche steht dafür in der Kritik. Ja, dann machen wir jetzt nochmal ein Video mit dem Treffen, Digga. Was sagt denn dieser Priester dazu? Es ist so dämlich. Und die Moderation dafür nicht besser. Hat er sich von Funk getrennt und gab auf eine subtile Art und Weise ein bisschen Funk die Schuld. Hauptsächlich hat er sich in seine Kreativität eingeschränkt gefühlt. In so einer Zusammenarbeit muss man sich natürlich auch abstimmen. Und manchmal blieb für mich die kreative Freiheit Danke etwas Eulen auf für der Strecke. Also auch in seiner Spendenbereitschaft. Ich wollte zum Beispiel eine Spendenaktion machen. Ja, T-Tech trifft Frau. Digga, T-Tech, falls du das hier siehst, ich gebe dir 1.000 Euro, wenn du mit mir ein Video drehst, T-Tech trifft Frau.
Das wäre so genial, Digga, wirklich. Das ist mir 1000 Euro wert. Wie mache das, Digga? Das wäre so geil. Ach, ich wäre sofort dabei. Ich weiß, ihr wolltet das auch. Das wäre ja nur lustig. Ich habe es ja gesehen, aber in einem öffentlich-rechtlich finanzierten Beitrag geht das eben nicht. Und das ist nicht mal Funks Schuld. Ich verstehe das auch. Aber das wird sich jetzt ändern. Doch ist das so? War er wirklich eingeschränkt bei diesen Themen? Dazu habe ich mir seine Laufbahn nach dem Ausstieg angeguckt, inwiefern er offener und kreativer geworden ist und vor allem, ob es vielleicht doch eine andere Motivation gab. Denn ich habe mit Podimo gequatscht und die gönnen uns 45 Tage kostenlos auf alle Inhalte. Ihr bekommt nämlich eine Flasche, die ist keine normale Wasserflasche, da füllt ihr aber normales Leitungswasser rein und oben auf der Flasche klemmt ein Duftpott. Aber damit das nicht mehr passiert, kommt jetzt Surfshark ins Spiel. Ich möchte, dass ihr genug trinkt. Ich habe früher selber viel zu wenig getrunken und diese Flasche hat mir dabei geholfen, einfach mehr zu trinken und zwar regelmäßig. Das herauszufinden, müssen wir natürlich die Zeit von Leroy bei Funk und außerhalb Funk vergleichen. Er hat auch diverse Videos hochgeladen, an denen man das ganz gut beobachten kann. Und wenn man sich das anschaut, dann sind die Themen nach dem Abschied von Funk ähnlich zu den Themen wie unter der Leitung von Funk beziehungsweise in der Zeit, wo er noch bei Funk unter Vertrag war. Themen wie Alter, zwar mit unterschiedlichen Perspektiven, aber dennoch ein großer Hauptpunkt. Jungfrauen oder Menschen, die ein Unfall... Ja, die Alexis, ich werde dich die ganze Zeit nehmen, aber du scheißt mir ja nicht. ...finden sich sowohl vor der Funkzeit, während der Funkzeit, als auch danach. Und besonders das Thema rund um die Erwachsenenbranche scheint es Leroy besonders angetan zu haben. Camgirls, Prostituierte, Menschen, die viel Geschlechtsverkehr haben versus die, die keinen haben, Erwachsene-Filmdarstellerin, Menschen mit Fetisch, Menschen, die im Gefängnis was haben, Dominas, Sklaven von Dominas, Mädels, die sich selbst als Bimbo-Doll bezeichnen. Warum zensiert sie das obere, aber das untere nicht? Und Menschen, die es achtmal am Tag machen und... Junge, das ist mir viel zu anstrengend, Alter. Wenn ich genug hat, das mittlerweile gelöschte Video von Leroy, wie er einen zu vielen besucht. Also Menschen, die gerne einen Akt ausführen mit den Tieren und das Ganze in einem perfiden Fall als Liebe betiteln. Wo könntet ihr dann sagen, das beruht auf Gegenseitigkeit? Wüsste ich nicht. Wüsste ich auch nicht. Also. Wie gesagt, das sind tausend Kleinigkeiten. Also ich weiß, bei ihm und mir war es nach dem ersten Mal, ist er deutlich, deutlich stärker darauf, mich zu beschützen. Selbst dieses Video ließ Funk damals durch und hat es sogar auf ihren Kanälen promotet, wo ich mich frage, in welchem Sinne hat jetzt eigentlich Funk Leroy kreativ eingeschränkt? Gerade wenn man bedenkt, dass er eine Story gepostet hat, wo er zugegeben hat, dass Funk angeblich keine Themen vorgibt und ebenfalls wurde das Format von der Produktionsfirma von ihm und seinem Bruder produziert. Nämlich heißt er eigentlich Marcel Gerber. Wonach Leroy mehr Einfluss als nur ein normaler Moderator gehabt haben müsste. Wollte er noch mehr dazu machen? Hat ihm Funk vielleicht nicht erlaubt, eine Art Selbstversuch wie bei Tomatolix durchzuführen? Ist es das? Oder hat ihm Funk nicht erlaubt, über den Zweiten Weltkrieg zu berichten, ohne dabei falsche Infos zu verbreiten? Denn über den Zweiten Weltkrieg bzw. Protagonisten durfte er berichten, während der Funkzeit. Das Ganze hat er dann aber nach der Funkzeit ein bisschen extremer gestaltet. Während der Funkzeit hätte er wahrscheinlich nicht sagen können, dass das der Leibwächter war, was tatsächlich nicht mal richtig war und damit einer Falschinformation entspricht. Abgesehen davon war der letzte überlebende Leibwächter Hitlers Rochus Misch, der am 5. September 2013 gestorben ist, also vor knapp 10 Jahren. Vor allem, nimm das einfach mit dem Handy auf, Junge, das wäre mir viel zu anstrengend. Nimm das auch mit OBS auf, Alter. Leroy, mal im Ernst, hast du es nötig, schon im Titel und Thumbnail zu lügen? Muss das sein? Hat da vielleicht jemand die Klicks vom Herbert Döring-Interview gesehen und wollte auch einfach mal so richtig auf den Putz hauen? Das ist natürlich echt gemein von Funk, dass sie einen einschränken, wenn es so um Fehlinfos geht. Was soll das denn? Wir sind doch hier in einem freien Land. Ist das jetzt verboten oder was? Ist verboten? Ist nicht die Grauzone, ne? Okay. Ja, hier, natürlich. Das nennt man Über das Video habe ich ja auch berichtet, ne? Just Nero ja auch sehr. Also Just Nero hat ein sehr starkes Video auf jeden Fall darüber gemacht, ne? Also der hat schon echt krass Clickbait betrieben, hat da Lügen verbreitet, hat Sachen nicht richtig gestellt und so. Also das Video war ein richtiger Griff ins Klo. Und egal, was man von Funk hält, ich glaube, dieses Video wäre so unter Funk niemals online gekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Tatsächlich war ja Leroy nicht der Einzige, der sich zu Funk geäußert hat, sondern auch Funk hat sich zu Leroy geäußert. Und zwar auf Nachfrage von Übermedien. Sie haben ebenfalls die tolle Zusammenarbeit betont, aber haben auch darauf hingewiesen, dass sie eben eine bestimmte Zielgruppe bedienen müssen, nämlich die 14- bis 29-Jährigen. Und manche Projekte von Leroy waren eben nicht so umsetzbar, da Funk hier jugendschutzrechtliche Bedenken hatte. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Funk liest sogar dieses zu vielen Ding durch. Wisst ihr, ich empfinde einfach einen Widerspruch, wenn man bedenkt, dass Leroy ja jetzt nach seinem Ausstieg keine anderen Videos macht. Das sind ja
irgendwie immer noch dieselben Videos. So, ja, sie dreht halt hier Erwachsenenfilme. Der ist halt 100 Jahre alt und sie hat halt ihren Arm verloren. Also besonders diese Sachen, wo Leute ihre Gliedmaßen verlieren, haben es Leroy irgendwie auch angetan. Alles anders nach seinem Ausstieg sehe ich nicht. Mit einem Punkt war unter anderem auch die Spendenbereitschaft. Und zwar hat er bemängelt, dass es teilweise keine Möglichkeit gab für die Menschen, in seinen Videos eine Spendenmöglichkeit einzurichten, beziehungsweise einen Spendenlink in die Infobox zu posten, obwohl diese dringend Hilfe gebraucht hätten. Und ich weiß, ihr wolltet das auch. Ich habe es an euren Kommentaren ja gesehen. Aber in einem öffentlich-rechtlich finanzierten Beitrag geht das eben nicht. Und das ist nicht mal Funks Schuld. Ich verstehe das auch. Aber das wird sich jetzt ändern. Und hierzu sagt Funk auf Anfrage von Übermedien, Spendenaufrufe seien nur in eng definierten Grenzen zulässig, wenn sie humanitären, sozialen und kulturellen Zwecken dienen, also im allgemeinen Interesse liegen. Wie zum Beispiel Spendenaufrufe nach Naturkatastrophen. Spendenaufrufe für individuelle Personen erfüllen diese Voraussetzung in der Regel nicht und sind deshalb nicht zulässig. So, das ist jetzt aber eine Sache, die wusste... Ja, und wie oft hat Leroy seitdem Spenden gesammelt? Ich glaube, nicht ein einziges Mal, oder? Leroy. Und da hat er auch gesagt, da kann Funk nichts für und das möchte er jetzt ändern. Ich persönlich empfinde es so, dass wenn es einem wirklich darum geht, etwas für eine Person zu tun, die du als Gast in dein Video eingeladen hast, dann würdest du etwas für sie tun. Denn Leroy hatte ja auch andere Kanäle. Er hat ja seinen Instagram-Kanal, er hatte seinen Zweitkanal, der nicht zu Funk gehörte und wo er auch ebenfalls Gäste einlädt. Selbst wenn er das nur als Sequenz vor dem Video gesagt hätte, wäre es ja in Ordnung gewesen. Aber er tut ja so, als ob es eine Sache der Unmöglichkeit gewesen wäre, für diese Person was zu spenden. Wieder wird so ein bisschen subtil das auf Funk geschoben, obwohl man noch im selben Satz sagt, nee, da können die ja nichts für. Aber wenn die nichts dafür können, warum musst du es unbedingt erwähnen? Und war das wirklich für dich ein ausschlaggebender Punkt, um Funk zu verlassen? Denn ich habe hierfür eine Analyse durchgeführt, Zuschauerschaft. Ich hoffe, ihr schätzt das wert. Denn leicht war das nicht. Es war jetzt keine harte, körperlich anstrengende Arbeit, aber es war einfach nur nervig. So. Also, seit seinem Ausstieg hat er 25 Videos gepostet. Analyse der Zerstörung. Jetzt wird er richtig hops genommen. Mit einem 100-jährigen Protagonisten und weist auf einen Spendenlink hin. Das zweite Video ist das Tierschützer trifft zu vieler Video, welches ebenfalls auf einen Spendenlink hin. Ja, aber da ist halt auch wieder so, ich habe jetzt das erste Video nicht gesehen, das zweite habe ich gesehen. Also, ich wurde da wirklich gesagt, so, okay, ihr könnt Geld spenden. Da bin ich mir, kann sogar sein, ich weiß es nicht. Aber auch dann hat er das auf jeden Fall erst sehr spät gemacht, nachdem Leute das auch wieder kritisiert haben, dass er keine Spenden sammelt. Na, kann auch sein, dass er sich dann irgendwann gedacht hat, okay, ich muss. Na, ich dachte, die Leute vergessen das, aber anscheinend vergisst das Internet doch nicht so schnell. Hinweist und im Video aktiv benannt wird. Jetzt kommen wir aber wieder zu einem Aber. Obwohl er das ja mit als einen der Hauptgründe aufgeführt hat, frage ich mich, ob es hier nicht vielleicht einen eher anderen Grund gab, warum er Funk verlassen hat, und zwar der monetäre Aspekt. Klar, auf jeden Fall. Ist das so, dass wenn man ein Partnerkanal bei Funk ist, darf man durch seine Videos keine Einnahmen generieren, deswegen sind sie auch immer demonetarisiert und davor, als auch dazwischen, läuft keine Werbung, weil Funk eben zu den Öffentlich-Rechtlichen gehört und von der GEZ finanziert ist. Leroy kriegt hier also keine Einnahmen durch YouTube, sondern ein festes Moderationsgehalt durch Funk. Ebenfalls darf er keine Werbung in den Videos platzieren und so zusätzliche Einnahmen schaffen, was ihr von vielen anderen YouTubern kennt. Ich wünschte, ihr würdet das auch von mir kennen, aber wo sind die geilen Firmen, mit denen man kooperieren kann? Er ab, zisch ab, Junge. Es reicht. Von den 25 hochgeladenen Videos beinhalten... Okay, wie viele Videos haben Placements? Das ist jetzt die Frage. Wir raten. Ich sag, ich glaube nicht alle, 20. Ich glaube, 20 Placements hat er gehabt. Ich sag 20. Mit 20, glaube ich, bin ich ganz gut dabei. Ich gucke jetzt nicht so viel Leroy, nur wenn es mich interessiert, war jetzt nicht in jedem eins drin, so 20. Vielleicht sogar etwas viel, vielleicht nur 16. Ich bleib bei 20, geh all in jetzt. 13 davon eine Produktplatzierung. Okay. Weniger als gedacht. Mehr als jedes zweite Video also. Wenn wir es ganz genau nehmen, sind es eigentlich 17, weil 4 davon Werbung sind für einen anderen Kanal, zwar einen Funkkanal, aber das Ganze produziert von der Produktionsfirma von Leroy und seinem Bruder. Ja, okay, dann sind 17, da bin ich auch nah dran, das ist okay. Obwohl es ein Funkkanal ist und keine Einnahmen entzieht durch die Klicks, ist es dennoch wichtig, dass ein Kanal performt. Ist aber krass, ne, dass die trotzdem noch mit Leroy zusammenarbeiten. Dass sie da mit der Produktionsfirma von Leroy dann trotzdem noch den Kanal machen, finde ich krass.
Weil Leroy hat dich schon krass, also so fertig gemacht, ne? Der hat ja auch unter seinem Video mit dem Ausstieg hat er ja auch nur noch Kommentare zugelassen, die gegen Funk geschossen haben, auch ekelhaft gegen Funk geschossen haben. Und dass sie dann trotzdem noch zusammenarbeiten, finde ich halt heftig, ne? Weil ich hätte mir auch gesagt, so, yo, Bro, du shit-talkst uns hier die ganze Zeit, wie schlimm wir sind und lässt nur noch negative Kommentare zu. Warum sollten wir dann weiter mit deiner Produktionsfirma zusammenarbeiten, ne? Formt, also der Bruder, die beiden haben doch die Firma zusammen, oder nicht? Punkt nach einer gewissen Zeit entscheidet, ob sie den Kanal einstampfen oder weiterlaufen lassen. Das heißt, es ist also auch in dem Interesse von der Produktionsfirma, dass der Kanal gut performt, weshalb Leroy wahrscheinlich auch 4-mal jetzt insgesamt Werbung dafür gemacht hat und hey, hier, guck mal. Ja, hier sind ich glaube auch nicht, dass der Kanal sterben würde. Ich glaube, das ist so ähnlich wie bei mir. Die Zahlen gehen mal hoch oder gehen mal runter. Es wird aber immer wieder irgendwelche Skandale geben, womit du halt deine Klicks machst, bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall, ne? Ich kann mir aber vorstellen, dass so im Durchschnitt die Klicks auf jeden Fall irgendwann runtergehen. Also, wenn man jetzt so die letzten Videos anguckt, die haben alle jetzt nicht so krasse Aufrufzahlen. Ich sag mal, das Letzte, was heftig abgegangen ist, ist Polizist trifft Hooligan. Davor war das Millionenvideo mit dem Leibwächter, der offensichtlich keiner war. Ansonsten sind die Klicks jetzt auch nicht so, dass er jetzt sagen kann, okay, der hat nur Millionenvideos, ne? Und ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute halt genervt sind. Also ich kann mir vorstellen, dass er immer wieder ein Video haben wird, was abgeht, weil das Thema einfach sehr interessant ist. Aber ich glaube, so ein durchschnittliches Video mit so einem durchschnittlichen Gast, sage ich mal, was jetzt nicht dadurch performt, dass das Thema einfach heftig ist, ne? Wie T-Tech trifft Frau, ne? Was ja sonst nie zustande kommen würde. So, ich glaube, dass so die normalen Videos trotzdem im Durchschnitt dann weniger Klicks haben, er halt nur manchmal diese Ausschläge hat, wenn mal ein krasses Thema kommt. Neues Video und. Aber von mir aus können wir auch gern bei den 13 mal bleiben, was ja auch schon häufig genug ist. Also, wow! Und wenn man sich halt die Produktplatzierungen anschaut und welche Produkte da überhaupt beworben werden, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass Leroy einfach alles nimmt, was reinkommt. AirUp, VPN, irgendeine Neobank. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten, wie das Ganze platziert wird. Also ich verstehe das, dass halt Werbung auch immer unabhängiger wird. Und auch wenn ich jetzt meine Firma gut finde und wirklich mit der zusammenarbeiten möchte, dann mache ich eine videounabhängige Werbung. Das heißt, wie eine Art Werbeblock. Aber in diesem zu vielen Dingen mitten im Video zu platzieren, dass ihr vielleicht mal darüber nachdenken solltet, dass private Daten von euch im Internet sind. Und das heutige Video wird unterstützt von Incogni. Wir surfen nämlich jeden Tag fast 4 Stunden im Internet und hinterlassen dabei eine Menge persönlicher Daten. Und die sind leider oft nicht so sicher wie wir. Ja, ich finde die Placements jetzt aber alle nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Ne? Wünschen werden gespeichert oder sogar missbraucht. Das solltest du vielleicht mal deinem Interviewpartner sagen, ob der das wirklich will, dass das Internet weiß, dass er mit seinem Hund Liebe machen kann man das nicht nennen. Ne? Das ist... Mit Incogni kannst du deine Privatsphäre schützen. Incogni wendet sich nämlich an die Datenvermittler und fordert die Löschung deiner persönlichen Daten. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist Incogni einmalig damit zu beauftragen und der ganze Prozess, der danach verstanden geht, funktioniert automatisch und ist kinderleicht. Tatsächlich habe ich auch einen Erfahrungsbericht dazu gefunden und zwar vom VPN-Tester und der fand die Plattform eigentlich so lala. Zwar konnten private Daten aus dem Internet entfernt werden, aber die Hälfte davon gar nicht. Komme ich aber zu der anderen Seite, nämlich die Daten, die noch immer in Bearbeitung sind. Ja, und ich muss jetzt sagen, das ist jetzt vom Dezember 2021 und jetzt haben wir Ende, Mitte Oktober 2022, also noch einen Dreivierteljahr, gibt es immer noch 39 Firmen, die meine Daten nicht gelöscht haben. Das hat sich auch nach monatelangem Warten nicht geändert und das, obwohl man ja monatlich irgendwie dafür Digga, das kostet sogar monatlich? Hä? Also, ja, okay, man gibt natürlich immer wieder Daten ab, so, aber ich dachte, das ist jetzt so ein Ding, so, du bezahlst es einmal, die Daten sind raus und dann startest du quasi wieder von neu oder so, aber monatlich? Halt. Ja, aber wenn Leroy mir in einem zu vielen Tierschützer-Video sagt, dass... Ich kann dazu jetzt halt nichts sagen, stellt euch vor, ich werde für die angefragt, ich würde das safe machen, deswegen, ey, man kann nie immer alles löschen, so, ne? Die meine Daten entfernen können, dann glaube ich das. Weil er hat gesagt, dass alles anders wird. Okay, er hat nicht gesagt, dass es besser wird. Jetzt verstehe ich das. Leroy. Mann, der Trickser. Interessanter sogar noch. Es gibt diverse Erfahrungsberichte, die die Plattform als Scam betiteln. Monatlich macht man mehr Profit. Ach wirklich? Man macht mehr Geld, wenn man monatlich für etwas zahlt, als einmalig? Boah, krass, Digga. Kannst du mir noch mehr Marketing-Tipps geben? Das ist ja wirklich heftig hier. Und behaupten, dass die Seite selbst private Daten weitergibt. Auch wurde Leroy in letzter Zeit auffällig, da er ein fragwürdiges Gewinnspiel gestartet hat, wo er ein paar Personen verlinkt hat, denen man folgen musste, die irgendwie nicht so ganz koscher schien und anscheinend in Verbindung stehen zu... Och, Digga, sorry, ich bin hier gerade wirklich auch nicht am Start, Alter. Ey, das fuckt mich schon wieder alles so übertrieben ab.
Ich habe heute in den Cake News angekündigt, dass ein Video über, also dass ein Aline Bachmann-Track auf dem Jasnero-Kanal kommt. Erstmal hat Jasnero sich anscheinend gar nicht drum gekümmert, den hochzuladen, hat es in der letzten Sekunde gemacht. Dann wurde der urheberrechtsmäßig geclaimed, weil wir die Rechte halt nicht für den Jasnero-Kanal anscheinend gekauft haben oder so. Und jetzt hat er das Video doch hochgeladen. Woli oder der Cutter von Jasnero hat das falsch rausgerendert, deswegen ist das komplette Video jetzt wieder falsch, deswegen ist es jetzt wieder privat. Digga, es ist der... Ich reg mich darüber gar nicht auf, Digga. Glücksspiel. Sind alles meine Freunde, glaube, alles coole Leute. Passiert. Wo man halt irgendwie 25 Leuten folgen muss, wo die Person, die das Gewinnspiel veranstaltet, nicht mal selbst folgt. Nicht nur bewarb Leroy mit der Werbung für den Krypto-Kerl, dem man zwingend folgen musste, wozu man aufgefordert wurde, damit man partizipieren konnte, über ihn höchst riskante, gefährliche Trading- und Investitionsmöglichkeiten mit Hebelangeboten jenseits von Gut und Böse, sondern auch ein Casino, ein Krypto-Casino, um genau zu sein. Wenn ich hier so die Pressesprecherin wäre von Leroy, ja... Scheiße, jetzt können wir das auch nicht. Ja, ich würde einfach sagen, kann ich mich nicht dran erinnern. Ich bin auf Fuß schämen, ne? So. Und genauso verhält sich auch Leroy. Er sagt gar nichts dazu. Alle Statements, die Leroy bisher von sich abgelassen hat, waren entweder auf irgendeinen Nonsens bezogen, was nicht mal auf ihn bezogen war, also wie eine Art Strohmann-Argument, oder... Das Ganze hat er einfach subtil auf ihn anders geschoben. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein sehr altes System. Aber ich kann nicht ja, finde ich auch sehr schade, wie Leroy damit umgeht. Ich glaube, das Ding ist, er fährt einfach die Schiene, die wir ja auch schon, die wir auch schon genannt haben. Ich glaube, ihm ist halt bewusst, dass egal wie viel Kritik er bekommt, er wird immer so einen Grund, eine Grundzuschauerschaft einfach haben, dadurch, dass er halt Videos macht, die ja vom Thema her interessant sind. Also Leroy ist ja komplett austauschbar. So, da könnte auch, ja, okay, wenn Ria Nico da sitzt, würde es keiner gucken, aber ansonsten kann da halt jeder sitzen, so. Und ich glaube, das ist ihm einfach bewusst. Und deswegen ist es ihm, glaube ich, egal. Er macht einfach das, was die größtmögliche Reichweite bringt, womit er am meisten Geld verdient. Und ich sag mal, wenn die Videos, so wie er das jetzt macht, keine Ahnung, 2-3 Jahre laufen, glaube ich, hat er sowieso schon mehr als ausgesorgt. Und dann kann es ihm auch egal sein. Und ich glaube, das schafft er auch. Was ich persönlich aber immer sehr schade finde, wenn man halt gar nicht darauf eingeht, ne? Also gerade so Dinge wie Falschinformationen über den Zweiten Weltkrieg zu droppen, weiß, ist eigentlich eine Straftat auch oder nicht, auch wenn man das dann halt so hochlädt, da bin ich mir nicht sicher, ne? Oder dass er beim Gewinnspiel dann irgendwelche Leute pusht, die halt sehr, sehr, sehr kritischen Content machen, das sind halt Sachen, die einfach nicht fit gehen, so, ne? Und da dann auch nicht gegen vorzugehen oder nicht auf die Kritik einzugehen, er müsste ja nicht mal drauf eingehen, er könnte das Video auch privat stellen oder umcutten oder so, ne? Aber gar nichts zu machen, ist wirklich schon ehrenlos, ne? Sagen, da in diesen ganzen Büros sitzen auch sehr viele Junge und... Okay, es war Jasneros Cutter übrigens, ne? Liebe geht raus an Bodi. Leute, die an diesen Projekten mitarbeiten und dass manche dieser Projekte dann irgendwie nicht so cool werden wie die Leute, die da arbeiten, das ist traurig, aber es liegt, glaube ich, auch oft daran, dass sie mit einer gewissen Angst im Nacken arbeiten, dass ein kleiner Fehler, keine Ahnung, einmal falsch gegendert oder eine Triggerwarnung vergessen, direkt einen riesen Shitstorm auslösen kann. Weder kann er das Ganze umsetzen, was er in diesem Video gesagt hat, noch kann er vernünftig argumentieren, warum das alles Danke Sinn macht, was er aktuell macht. Denn mal ehrlich, ganz objektiv betrachtet, zumindest meines Empfindens nach, wird es einem klar, dass es hier um Reichweite geht, extreme Themen und Einnahmen durch egal welche Mittel. Aber natürlich klingt es nicht so gut, wenn man sagt, hey, da ist mir langsam genug hier mit Funk und ich möchte jetzt mal ein bisschen Kohle sehen. Deswegen sagt man, ja, ich habe mich so ein bisschen in meiner Kreativität eingeschränkt gefühlt. Und obwohl er so kritikoffen ist, möchte er eben nichts dazu sagen. Das merken auch seine Zuschauer und rennen ihm... Ich meine, keine Ahnung, ich finde jetzt 2,8 Millionen Klicks im Monat sind halt auch nicht wirklich, also ist gut, ne, ist gut, aber es ist auch jetzt nicht so viel, ne, der lädt halt nicht viele Videos hoch, ne, logischerweise. Also ich mache mit meinem Kanal gerade 4 Millionen, ne, also ein Drittel davon. Mehr. Und das Ganze vielleicht auch zu Recht, denn man kann nicht behaupten, dass man das eine tut, während man etwas komplett anderes tut. Meines Empfindens nach, ne, ich muss das immer sagen, es ist mein Empfinden, es ist kein Fakt oder so, aber das, was ich jetzt daraus entnehmen kann, ist, dass der Fokus auf den Einnahmen liegt. Es geht doch hier nicht um Kreativität. Bei den Werbungen ist es hierbei ganz egal, ob es gut gewählt ist oder nicht. Also außer bei diesem Video, denn das ist ein Link zu einer Erwachsenen-Webseite. Seine vermeintlich gute Intention, geil, auf Sachen, Geschichten oder Personen aufmerksam zu machen, geht hierbei unter und das ist schade, denn es gibt wirklich gute Berichte über Personen, die einsam sind, über Personen mit Schicksalsschlägen oder Menschen mit besonderen Berufen. Er hat ja spannende Themen, aber irgendwie wird das Ganze immer mehr zum Trash-TV. Besonders durch seine Aktion und vor allem
dass er einfach gar nichts dazu sagt. Und das ist schade, besonders wenn man sich hinter einer Veränderung tarnt, hinter einem Ausstieg und sagt, hey, ich möchte ein paar Dinge ändern, ich möchte auf Personen und Schicksale aufmerksam machen. Das Einzige aber, worauf er aufmerksam macht, sind seine komischen Aktionen, die irgendwie kein Ende nehmen. Aber wie seht ihr das? Denkt ihr, das ist alles unbeabsichtigt und das kommt jetzt vielleicht alles zusammen? Und ja, gutes Video. Sehr gut zusammengefasst auf jeden Fall nochmal. Ne? Es ist genauso wie Saschka sagt. Also ne, Leroy hat in dem Statement zu Funk offensichtlich einfach nur Scheiße gelabert, um sich selber besser darzustellen. Ne? Seitdem ist alles schlechter geworden, obwohl er ja gesagt hat, es wird jetzt alles besser und cooler und geilere Formate und das alles nicht passiert. Finde ich persönlich auch sehr, sehr schade, muss ich sagen.